Seit 25 Jahren bekämpft die ECO-Beschwerdestelle erfolgreich rechtswidrige Inhalte im Internet. Ihre gute Vernetzung hilft der ECO-Beschwerdestelle, Trends und Herausforderungen früh zu erkennen. Mit Expertise und langjähriger Erfahrung werden politische Themen und Gesetzgebungsprozesse auf nationaler und internationaler Ebene begleitet. Ein wichtiger Punkt dabei, der bestmögliche Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Im Kampf gegen verbotene Internetinhalte ist die Löschung das wirksamste Mittel. Das ist schnell, effektiv und dauerhaft. Die ECO-Beschwerdestelle verfolgt von Beginn an diesen Ansatz und der Erfolg gibt ihr Recht. Neutrale und nachvollziehbare Prozesse schaffen Vertrauen. Auch deshalb berichtet die ECO-Beschwerdestelle kontinuierlich über ihre Arbeit und erstellt Jahresberichte. Neben allem Erfolg der ECO-Beschwerdestelle ist der Kampf gegen rechtswidrige Inhalte auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jede und jeder Einzelne kann sich aktiv engagieren und illegale Inhalte melden.